Das ist aber was Kleines hier. Thai Airways. Hey, hallo auf meinem Kanal, Kai in Thailand. Heute sind wir unterwegs und zwar in Phuket. Wir sind mit dem Auto durch den Regen gefahren Richtung Phuket Airport oder was heißt Richtung bis hierher. Und jetzt wir holen meinen Sohn ab, der kommt aus Bangkok und haben dann ein ganz tolles Café entdeckt. Direkt Start- und Landebahn hinter mir. Keine Ahnung. Also bis zum Zaun sind es 20 Meter oder was. Und ja, dann kannst du reingucken, starten, landen. Guckt euch mal das Video an. Ich glaube, das ist ganz interessant und echt spannend. Von daher viel Spaß beim Video. Es ist gleich 6 Uhr. Muss zum Flughafen meinen Sohn abholen. Steigregen ist zu erwarten, also draußen ist alles dicht, hoffentlich geht's. Nicht zu viel und keine Überschwemmung, das weiß man ja auch nie. Bin immer gespannt. Nehmen wir euch natürlich mit. Wir werden gucken, wie lange wir brauchen. Es ist jetzt kurz vor 6. Normalerweise braucht man so ein bisschen über eine Stunde nach Phuket zum Flughafen von Khao Lak aus. Ich sage immer so Stunde, 10 Minuten normalerweise bei gutem Wetter und keinem Verkehr. Hat sich ja auch ein bisschen geändert. Früher hat man da länger gebraucht, aber seitdem die Straße relativ gut ausgebaut ist, geht es eigentlich ganz gut. Aber nicht bei dem Wetter. Weil trotzdem immer wieder muss man aufpassen, steht irgendwo, wie jetzt hier aus, ja, ein bisschen nur. Aber steht immer Wasser auf der Straße oder kann Wasser auf der Straße stehen, Aquaplaning. Das heißt immer langsam fahren. Jetzt sind wir in Nang Thong. Aber vielleicht essen wir ja auch noch was in Phuket. Irgendwo einen schönen Laden. Und mein Sohn hat, glaube ich, auch nur gefrühstückt. Aber man sieht es ja hier auf der Straße aus, ist echt nicht viel los. Sehr ruhig. Ich meine, klar, wer soll da jetzt im Regen spazieren gehen? Allzu viele werden es nicht sein. Wobei, so stark ist es im Moment gar nicht. Vom Regen her geht's. Alles okay. Kommt von hinten ein LKW angeballert, der da vorne hat kein Licht an. Ah, nicht schlecht. Ja, ist so. Ja, meine Frau verwandt mehr als, wenn ich so schimpf. Aber ist doch auch nicht normal, da wärst du bei 70 bei dem Wetter vom LKW überholt und der vor dir hat kein Licht an. Aber gut, es gehört halt auch dazu. Das wäre, wie gesagt, wir fahren langsam, fahren frühzeitig los. Der Flug von meinem Sohn hat ja Verspätung. Also von daher, wir haben noch genug Zeit. Ich denke mal, das reicht schon. Aber ist auch so ein Ding, ich sehe es schon wieder von hinten. Hier Tage, die Lichter sind ja schon an. Ich sage, es ist 6 Uhr vorbei, aber dann kommt da jetzt wieder so ein Tourbus ohne Licht an. Ich denke mir, warum? Ich meine, klar, jetzt sieht man ganz gut, aber in meinem Spiegel zum Beispiel ist ja nicht so arg gut sichtbar. Wenn er von hinten kommt, aus dem Regen. Ja, weil ich gerade so geschimpft habe, könnt ihr auch mal machen, Fahrvideo. Wenn das jemand interessieren würde, einfach mal erklären, wegen Fahren, wie man fährt, was, auf was man achten sollte. Ich meine, klar, oder auch was für Regeln das es gibt. So, wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch das interessieren würde. Ich fahre und nehme euch einfach dabei mit und erkläre verschiedene Situationen, dann es passiert ja immer irgendwas, bin immer ganz sicher, also von daher wäre es vielleicht auch ein ganz lustiges oder interessantes Video. Aber gut, wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde, so ein Fahrvideo und ja, ansonsten, klar, wie immer würde mich freuen, Daumen rauf und wer es noch nicht getan hat, Kanal abonnieren. Das wäre natürlich auch ganz cool. Jetzt wieder konzentriert weiterfahren. Ja, jetzt sind wir am Tanken. Tankstelle. Ja, muss das Auto echt nicht verlassen. Kriegst getankt. Bezahle tust du auch im Auto. Alles noch Service. Dann kriegst du einen Pitstop da vorne drauf. Ja, dann kriegst du ein Ding da vorne drauf.
bis fertig bist. Dass du nicht vergisst, du darfst nicht losfahren. Ich schätze mal, das braucht man dann auch. Ja, aber irgendwie finde ich das ganz witzig, muss ich echt sagen. Und ich tanke jetzt Diesel, der kostet 32 Baht und 44 Sadang. Also habe für 1000 Liter getankt, habe für 1000 Baht getankt. Und 31 Liter knapp gekriegt. Okay. Auch immer so ein Ding. Ist egal, wie weit das man fährt. Aber irgendwie immer am 7-Eleven anhalten und eine Verpflegung holen. Ja, witzig, jetzt haben wir noch ein Restaurant direkt am Flughafen. Kaffee, Restaurant, Skywalk. Skywalk Kaffee steht auf jeden Fall mal drauf. Dann gehen wir mal rauf, vielleicht kann man da mal eine schöne Aussicht auf startende und landende Flugzeuge. Na, ja, gehen wir mal rauf. Cool eigentlich. Ich habe das schon mal gesehen beim Vorbeifahren. Da hat es aber noch nicht eröffnet gehabt. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hoch, gucken. Hallo. Sehr cool gemacht. Es sind gerade viele fliegende Ameisen unterwegs, die hängen irgendwie da am Kühlschrank. Ja, da startet wieder einer. Obwohl, ich glaube, der kommt erst. Nee, der startet. Fisch soll bloß vorbeiballern. Ah ja, der startet raus aufs Meer. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Kamera wahrscheinlich nicht mehr erkennen kann. Aber ja. Kommt wieder einer. Aha. Ah, da oben ist ja cool. Das ist eigentlich so unterhalb vom Airport Tower. Ist ja witzig. Das Restaurant ist schon, ja, cool. Kann man auch mal machen, hierher gehen. Aber ganz ehrlich muss ich sagen, die Preise sind gesalzen. Das ist nicht ganz günstig. Aber gut, ist halt auch immer Lage. Und klar, ist keine schlechte Lage. Brutal. Der geht doch jetzt erst weg, der startet. Da ist nicht der Kim drin, der fliegt weg. Ach so, weg. Ich
habe da auch mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben. Da war ich am Strand, direkt hier in Phuket kann man an den Strand gehen und da kommen dann von vorne die Flugzeuge rein. Also verlinke ich euch mal. Das war auch super interessant. Fand ich auch einen schönen Platz, muss man ehrlich sein. Der Strand ist eigentlich ganz cool und ja, tolles Erlebnis. Ich bin jetzt kein so ein Flugzeugspotter, gibt es ja auch. Ich glaube, der Platz wäre ganz cool hier dafür und gerade der vorne am Strand natürlich auch. Also wie gesagt, guckt euch das Video mal an, das finde ich eigentlich auch ganz cool, wenn ihr daran Spaß habt. Ich habe jetzt einen Kaffee bestellt, mal gespannt, wann er kommt. Im Moment ist auch so, ich habe ja eben schon gesagt, da fliegende Ameisen überall. Ist überall das Zeug. Weil nach dem Regen kommt es halt raus, da kann der jetzt auch nichts dazu. Das ist bei uns genauso. Das ist überall immer wieder mal. Also. Na, weiß ich nicht genau, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, in der High Season kommen die rein übers Meer. Und in der Low Season, wenn sie reinkommen, kommen die übers Land. Ich denke, das hat was mit dem Wind zu tun oder so, weiß ich nicht. Also, wenn ihr das richtig beobachtet habt jetzt, weil der ist jetzt gerade reingekommen übers Land und normalerweise, als ich das gesagt habe mit dem Film, guckt, wo ich am Strand war, da sind die alle reingekommen, direkt übers Meer, über den Strand. Und dann fängt ja auch schon direkt die Landebahn an. Deswegen war jetzt gerade interessant, aber ich habe das schon mal gehört, dass das während der Regenzeit, während des Monsuns sich dann wechseln soll, eben zwecks Witterung. Die kommen dann, da kommt schon der Nächste, die kommen echt im Minutentakt. Das heißt, die kommen im Minutentakt, die gehen im Minutentakt im Moment. Ja, okay, jetzt weiß ich, warum ich das gerade erst entdeckt habe. Hier weiter runter zu, es gibt noch einen Kaffee, das habe ich schon mal gesehen, da waren wir auch mit den Brüdern vom Club. Aber das hier, hat er gerade gesagt, seit einer Woche geöffnet. Also nachher, kein Wunder. Ja, genau. Jetzt fahren wir. Gucken wir, holen den Kim ab am Airport und schauen wir mal, ob der schon da ist. Es sind schon große Pickups hier unterwegs. He? Ich dachte schon, meiner ist als groß, aber naja. Okay, jetzt sind wir auf dem Flughafen, Parkplatz. Drüben ist der International. Und hier sind wir am Domestic, das heißt, wir haben jetzt mal geparkt. Ich will euch das ja auch ein bisschen zeigen, aber ich weiß gar nicht, ob man da drin filmen darf oder nicht. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Ja, genau, hier ist Ankunft. Also wird er demnächst auch rauskommen. Gehen wir mal da rein. Du, 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 du. Keine Ahnung, wo der rauskommt. Entrance 1, 2, 3, aber der hat ja, er hat ja zum Glück unsere Telefonnummer. Natürlich. Ja. Na ja, mach. Hey. Mach deinen Zopf. Muss man abfahren. Ah, na? Ja, geh halt. Und ich hab. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch mit dem Airport-Café. Ja, ansonsten, wir gehen jetzt noch essen, aber da brauchen wir euch nicht. Also. Bis bald in Thailand. Tschüss.